Wolltest du mal ausprobieren, ob das vor dir wegläuft? Gut, dann würdet ihr jetzt irgendwann... Kleines Gespräch machen, ne? Herr Elster spricht dann mit dir. Warum hast du dir ein Haustier Skunk angeschafft und keine Katze, sowas in der Art? Und dann führst du uns doch einen kleinen Trick, oder kann Jack einen kleinen Trick uns vorführen, ne? Wir versuchen es mal. Okay, Achtung. Jack, für den Trick. Zwei, Hanni? Ja. Süß. Vorwerkwerbung. Ach süß. Das muss ich auch mal haben. Ja. Wow. Was ist das, was er da frisst? Unkraut. Kann er auch einen Handstand machen? Nee, das können wir die Flecken zurück. Männchen? Männchen können wir versuchen. Mach mal. Jack. Gut, Antje, dann kommt die Frage. Dann machen wir mal. Okay, die 8000 Euro Frage für euch, aufgepasst. Was macht ein Fleckenskunk, wenn er angegriffen wird? A. Flickflack, B. Purzelbaum, C. Ratschlag oder D. einen Handstand? 10 Sekunden für euch. Ja, lass uns noch mal ein bisschen da unten, wenn du magst. Oder haut er uns da ab, ne? Das finde ich schön. So, der schnellste war Herr Klöppel. Und, was sagen Sie? Ich habe B, Purzelbaum geraten. Ein Purzelbaum ist leider falsch, Herr Klöppel. Hans, wie war der zweitschnellste? Vielleicht macht er einen schönen Handstand. Einen schönen Handstand, das wäre B, ne? Na, schauen wir doch mal, ob das stimmt. In Mittel- und Nordamerika lebt ein außergewöhnlich neugieriges Tier, der Fleckenskunk. Überall da anzutreffen, wo er Nahrung vermutet. Selbst dort, wo man ihn eigentlich nicht erwartet. Wird es ihm hier zu bunt, reagiert er sonderbar. Fleckenskunks sind sehr ehrlich. Wenn ihnen was gegen den Strich geht, dann sagen sie das sehr deutlich. Sie drohen, sie richten sich auf, sie machen sich damit größer. Originellerweise richten sie sich auf den Händen auf und halten ihren Schwanz senkrecht in die Höhe. Das hat einen ganz einfachen Grund. Ihre Waffen sind die Analdrüsen. I'm a skunk and I stink. Hey, alright. I feel the funk. I'm a donkey skunk. Mit seinen Drüsen verspritzt er Stink. Das ist eigentlich nicht, aber man kann es machen, dann würde ich da natürlich besser. Knabber das die Kabel vom Pult an? Dann würde das Spieletätig finden, das super. Würde er nicht machen. Ist korrupt. Gut, dann vielen Dank, dass ihr bei uns wart. Tschüss, Jack. Jack, und gehst nach vorne, den Steg runter ab. Danke, Björn, super danke, gemacht. Björn. Applaus für Björn. Geht nach vorne ab. Und wir machen weiter mit dem nächsten. Ne, jetzt kommt gleich, und mein Ding ist weg. Jetzt kommt der Papagei, genau. Ne? Theoretisch. Wen haben wir denn jetzt da, Björn? Björn, sag ich schon. Prost.